Sasso Sega. Sasso Sega war ein Vorposten der italienischen Alpini oberhalb der österreichisch-ungarischen Stellung Malgazuris. Der ehemalige Kriegspfad führt zu Laufgraben, Kavernen und Stollen sowie Beobachtungsposten. Seitlich des Laufgrabens stoße ich auf einen Stolleneingang nördlich des Pfades. Für den Stollenbau wurden Sapyre, Minöre eingesetzt. Vielfach Bergleute mit Erfahrung. Die Soldaten mussten teilweise unter unmenschlichen Bedingungen den Fels bearbeiten. Der Stollen verzweigt sich an dieser Stelle. Rechts stoße ich auf einen Ausgang, der wiederum zum Pfad führt. Den linken Stollengang gehe ich bis zu einer weiteren Felsöffnung. Links führt ein steiler Gang zu einem Beobachtungsstand. Nur wenige Meter entfernt komme ich zu den Überresten vom Stützpunkt der Alpini-Truppen mit der Inschrift vom September 1916. Das Gemälde auf der Schautafel zeigt den intakten Stützpunkt vor dem Verfall. Nur wenige Meter entfernt von den Überresten des Stützpunktes, der italienische Militärfriedhof mit Grabsteinen der gefallenen Soldaten.